Servus, liebe Leute, mein Name ist Kofi, Personal Trainer aus Hamburg und ich habe nochmal eine kleine Hit-Session für euch vorbereitet. Tabata kennt ihr alle, cool, 4 Minuten, knackig, geht noch knackiger, Freunde. Ich habe es jetzt wirklich ganz, ganz kurz gehalten, trotzdem darum nicht weniger intensiv, nein, sogar mehr intensiv. Wir haben jetzt gleich 10 Sekunden Blöcke und in diesen 10 Sekunden müsst ihr jede Übung so hochexplosiv und intensiv performen, wie es nur geht. Ja, dann haben wir effektive Workout-Zeit tatsächlich nur 100 Sekunden, das ist wenig, aber wenn ihr es richtig macht, dann schafft ihr es, den Fettstoffwechsel zu aktivieren, die Muskulatur richtig schön in Wallung bringen und genau das wollen wir erreichen. Also, let's go. So Leute, wenn euch das Workout gefallen hat, gerne liken, da freuen wir uns drüber. Ansonsten Anregungen, Kritiken immer gerne in den Kommentaren lassen. Und damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt, einmal gerne den Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren und dann läuft es. So Freunde, bevor wir jetzt mit der Action starten, ist natürlich wichtig, dass wir uns kurz mobilisieren, den Körper aktivieren. Und da habe ich eine Übung, die ich jedem nur ans Herz legen kann, jetzt mal unabhängig von Training, auch so im Alltag immer wieder integrieren, weil das wirklich die ganzen Gelenke involviert. Super Empfehlung von mir an der Seite, das ist der World's Best Stretch, manche nennen ihn auch World's Greatest Stretch, genau aus dem Grund halt, weil er so multifunktional ist, ja. Wir integrieren ihn jetzt noch, wir kombinieren jetzt noch mit einem Walkout, das heißt, ihr geht jetzt erstmal schön tief in die Vorbeuge, Beine sind möglichst durchgestreckt und dann walkst du raus mit den Händen in die Liegestützposition. Mit dem linken Fuß geht es jetzt schön weit vor, nimm die linke Hand, sieh zu, dass dein hinteres Bein schön durchgestreckt ist. Mit dem linken Unterarm und dem ganzen Körper, also auch der Hüfte, kommst du jetzt mal möglichst tief runter und rotierst dann zur Decke, mit der linken Hand zur Decke. Gib mir mindestens 3 Wiederholungen davon. Öffnest du deine Hüfte und deine Brustwirbelsäule, das sind genau die kleinen beiden Bereiche, die immer richtig schön fest sind. Und so kriegen wir da wieder ein bisschen Bewegung rein und bereiten uns auf das Workout vor. Nach mindestens 3 Wiederholungen wechselst du einmal die Seite. Rechter Unterarm. Und dann gehst du schön tief. Und in die Streckung. Schön tief. In die Streckung. Schön tief. In die Streckung. All right, Freunde. Wir werden gleich keine Zeit haben zum großartig reden, deswegen jetzt vorab nochmal alle Übungen schon mal beschrieben. Wir haben jetzt immer eine Übung, die uns ständig begleiten wird, 5-mal am Stück, das sind die Skippings. Die Skippings, die bauen wir immer wieder regelmäßig ein, im Wechsel dann mit verschiedenen Ganzkörperübungen. Die Skippings werden uns das ganze Workout über begleiten. Damit starten wir auch, nämlich, ich zeige euch mal von der Seite, ihr nehmt eine stabile Position ein, Rücken ist gerade, Hüfte raus, Core ist fest, wir sind nur auf dem Vorfuß unterwegs und jetzt 10 Sekunden, ich habe euch vorher gesagt, volle Power, alles geben, richtig schön mit Tempo auf den Boden skippen, das bringt den Puls ganz schnell hoch, ihr werdet euch wundern. Dann, zweite Übung, die Predator Jumps, dafür geht ihr gleich in die Liegestützposition und dann springt ihr mit den Füßen links vor, rechts vor, links vor, rechts vor. Denkt dran, es sind nur 10 Sekunden, da wird sich nicht geschont, da wird gemacht, da wird geballert, da wird wirklich ans Äußerste gegangen. Dann haben wir wieder die Skippings. Ja, also die Skippings jetzt wieder in die Position und skip, 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 skip. Dann Nummer 4, Tuck-Jumps. Aufrechte Position, hoch die Knie, hoch die Knie, hoch die Knie. Okay, wieder 10 Sekunden atmen. Wir sind wieder die Skippings. Ihr merkt, mein Puls geht jetzt schon hoch beim Demonstrieren. Was glaubt ihr, was gleich passiert, Freunde? Star-Jumps. Ihr seid jetzt gleich in der Hocke. Ja, und das ist eine, sagen wir, Kombination aus einem Squat-Jump und einem Jumping-Jack. Das heißt, ihr startet so und dann geht es, während ihr hochspringt, einmal in den Jumping-Jack. Okay, 10 Sekunden, Feuer. Dann wieder Skippings. Jetzt sind wir schon bei Übung Nummer 8 von insgesamt 10. Explosive Push-Ups, entweder auf Füßen oder auf Knien. Und jetzt hier Tempo, explosiv, in 10 Sekunden einfach das rauskratzen, was geht. Ein letztes Mal Skippings, das wäre die 9. Übung. Nochmal Tempo, natürlich das, was geht, weil ihr werdet merken, ihr werdet von Skipping-Runde zu Skipping-Runde abbauen, ich verspreche es euch. Das ist aber kein Problem, ist normal, wird mir auch so gehen. Letzte, Low Lunge Jumps. Schön tief, Lunge Jumps kennt ihr vielleicht schon. Ja, man kann ihn noch ein bisschen intensivieren, indem wir uns vorher sagen, wir bleiben tief, die Hüfte bleibt tief. Dann starten wir nämlich so und dann geht es ganz schnell von vorne nach hinten, 10 Sekunden, das gibt euch auf jeden Fall den Rest. Huch, ich bin jetzt schon fertig. Leute, wir starten in 10 Sekunden, macht euch bereit. Wir starten mit den Skippings. In 5, 4, 3, 2, 1. Here we go, komm, Tempo. Tempo, 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 so schnell du kannst. So schnell du kannst, so schnell du kannst. Komm, 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 komm. 3, 2, 1. 10 Sekunden Pause.
Beine ausschütteln. Predator Jumps, du gehst in die Liegestützposition. 3, 2, 1, go! Tempo, Tempo, alles was wir machen, machen wir jetzt intensiv. Komm Leute, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. 3, 2, 1, gut so. 10 Sekunden Pause, wieder in die Skippings. Immer schön atmen. 3, 2, 1, und Tempo. Drei, zwei, eins, gut. Beine ausschütteln. Wir sind jetzt gleich bei den Tuck-Jumps. Knie schön hoch. 10 Sekunden Feuer. Macht's bereit. 3, 2, 1, go. Und Cut. Atmen. Skippings. Wir sind bei den Skippings. 5. Runde. 3, 2, 1, let's go! Komm, 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 komm! Nicht nachlassen, Tempo machen! 3, 2, 1, jawohl! Star Jumps! Hocke und dann in den Jumping Jack hoch! In 3, 2, 1, go! Drei, zwei, eins. Jawohl. Freunde, läuft doch. Skippings. 7. Und 7. Ready machen. 3, 2, 1, komm. Komm, vorletzte Runde. Volle Power. Volles Tempo. 3, 2, 1. Recover. Explosive Push-Ups. Liegestütze Position. Füße oder Knie. So viel wie geht. So heftig wie geht. 3, 2, 1, go! Warte. 3, 2, 1. Letzte Runde Skippings. Komm, es gibt nochmal alles. Nur noch 2 mal 10 Sekunden. Zusammenreißen. Ready machen. 3, 2, 1, go, go, go! Power! Jetzt nochmal Power! Drei, zwei, eins. Stark. So, letzte Übung, Freunde. Jetzt nochmal in voller Kraft, voller Intention. Schön tief bleiben. Low Lunges. In 3, 2, 1. Drei, zwei, eins. Meine Herren, herrlich war's. Leute, schön, dass ihr mitgemacht habt. Wenn du richtig motiviert bist, nur ein bisschen Zeit übrig hast, kannst du jetzt ein, zwei Minuten recovern und dann gönnst du noch eine Runde. Okay? Viel Spaß dabei. Ciao.